Hier bei Kung Fu Fitness Lifestyle, euer Kung Fu Commander. Lieferung ist online. Nehmen wir jetzt aufgeben, nehmen wir uns gratulieren. Ja, ist ein großer Anlass und es war echt lange Zeit, dass diese Person geehrt wird. Das ist mit dem, wo alles begann, ja, mit dem Captain Köberle. Der hat mit mir den YouTube-Kanal gegründet. Der war von Anfang an dabei. Und deswegen hat er die Hall of Fame, der Superstars verdient. Nicht nur der normale Hall of Fame, der hat wirklich der Hall of Fame der Superstars verdient. Ist ein sehr guter Kollege, mit dem wir beim Schluss dann verstritten haben. Und wir sind halt leider nicht mehr irgendwie zusammengekommen, also quasi, dass wir drüber schwätzen können, als Freunde wieder zusammengekommen. Aber dennoch, ich habe den immer respektiert. Ein Mensch mit hoher Bildung, ein Mensch, der immer fleißig und strebsam ist, das Beste im Arbeitsplatzgeber hat, der auch die ganze, der umfassendsreiches Wissen hat, was Data angeht, was Bauarbeit angeht, aber was auch die fachliche Arbeit angeht, das handwerkliche angeht, der war eigentlich immer sich in alle Richtungen weitergebildet hat, in allem, was er gemacht hat, ein Talent gehabt hat. Also dann hätten wir damals schon, also Macho Hippie war eine geniale Idee von mir, aber den hätten wir schon Mr. Perfect nennen können, weil der war wirklich, allem was er angelangt hat, war ein Genie. Ja. Also ich habe den Gedanken gehabt, das zu machen, und er war Mitbegründer mit mir, was den YouTube-Kanal angeht. Und beim Anfang sind wir schon auf Schwierigkeiten gestoßen. Und dann hat er gesagt, komm, so der Konverter sagt, komm, wir machen jetzt weiter und so und geben jetzt nicht auf. Und dann hat er, dann habe ich irgendwann mal gesagt, ja komm, lassen wir es. Hat dann er gesagt, wir geben nicht auf, Timo, wir machen weiter. Und dann haben wir weiter gemacht, haben es auch geschafft. Ja. Und das hat uns eigentlich auch als Team zusammengeschweißt, dass wir zum Beispiel das erste Hindernis überwunden haben. Mit der Zama Showkampf gemacht, wo wir vieles auch rausnehmen müssen haben. Weil wir sind damals ein bisschen naiv an die Sache nachgegangen, also haben wir vieles rausnehmen müssen. Oder ich hätte es rausnehmen müssen, aus diversen Gründen. Aber ich habe auch vieles auch rausnehmen müssen, dann auch, weil es dann nicht der aktuelle Qualitätsstandard entsprochen hat. Und manche Sachen aus der Vergangenheit haben halt rausgekommen, was sie damals hochgeladen haben, weil wurde auch in der YouTube-Arbeit immer besser, aber ich mache es halt ehrenamtlich. Und dann denkt man, ja gut, das, was damals gedreht hast, ist nicht gut und da hast du schon andere Ansprüche und sind halt rausgenommen. Das ging jetzt nicht gegen der Captain Köberle, sondern ist halt rausgenommen, weil es nicht wirklich der aktuellen Qualitätsstand entsprochen hat. Ja. Auf jeden Fall, Köberle, der hat wahnsinniges Talent gehabt fürs Bodybuilding, dort auch auf Naturbasis sehr gut Muskelqualität aufgebaut. Kampfsportkunst hat er auch sehr viel Talent gehabt, wo er dann komplexe Aufenthalte, die man gelernt hat, schnell verstanden hat, umgesetzt hat. Englisch hat er perfekt gesprochen, da hätte ich von ihm viel lernen können. Schachspieler war er perfekt. Da wollte ich mich auch von dem Schule lassen. Und wir haben voneinander gelernt, miteinander was gemacht und es hat Spaß gemacht. Und deswegen, weil er quasi das Mordstalent gehabt hat, oder das Mordstalent hat, mit Herz und Sache bei der Sache war, also da hat sich voll engagiert mir wurde dann gerne freigründet, ist dann ein bisschen daneben gegangen, deswegen hat sich mein YouTube-Kanal in eine andere Richtung kristallisiert. Wir wollten wieder Self-Defense-System sein, mit mehreren Leuten am Start, hat dann halt dann doch nicht so geklappt. Aber was zurückbleibt, sind halt auch die positive Erinnerungen an ihn und dass er eine Aufgabe hat, wie er sich engagiert hat für den Kanal, mit Engagement und Herzblut er dabei war. Hat er auch den ersten Auftrag, hat er sich auch damit hat er auch mit mir, also ich genauso, finanzielle Unterstützung gegeben.
Also ich habe mein Geld einfließen lassen, er hat auch was dazu beitragen und da war noch eine dritte Person, die es namentlich nicht nennen darf, die hat auch ein bisschen was beitragen, es war schon eine Dreierdynamik, muss ich sagen, und er hat halt, wie schon gesagt, ein Mordstalent. Und von dem hat man auch viel Englisch lernen können und auch halt Schachspieler, was mich auch sehr interessiert hat. Weil ich bin schon auch Schachspieler mit den Armen. Ja. Ja. Und von daher hat mich das reale Schach auch interessiert. Er hat gesagt, das ist eine arabische Erfindung. Und also auf jeden Fall hat er auch mal das Talent gehabt und man hat es auch gesehen. Und hat auch in viele Richtungen, hat viel gewusst im Geschäft, hat es viel gewusst. Hat sich am Geschäft engagiert, hat ja auch einen Gabelstaplerschein aus seinem eigenen Geld erlernt, dass er da im Betrieb noch effizienter ist, was ich da im Hoch anrechne und respektiere. Und nur allerdings, wir haben auch sehr schwere Schichten gehabt. Damals in dem Betrieb, wir haben nach der Nachtschicht, sechsmal, Nachtschicht, weiß nicht, fünfmal Nachtschicht oder sechsmal Nachtschicht manchmal und dann hast du Frühschicht gehabt. Aber wenn du nachts fit bist und schlafst morgens und auf einmal hast du eine Woche, wo du sechsmal nachts schnell ins Bett musst und stehst morgens früh auf und gerade das krasse Gegenteil hast, dann ist der Körper unausgeglichen und wenn der Körper extrem und das aufs Training extrem überreizt ist und dann übertrainiert und in verschiedene Schichten durcheinander gebracht wird, dann bist du auch automatisch aggressiv und da siehst du Sachen, die du nie im Leben so gesagt hättest, wenn du im normalen Zustand bist. Und dann ist manchmal ausgeufert, weil es ist ja Stress im Geschäft und da war ich auch unfair zu dem, muss ich sagen. Und er war auch sehr unfair zu mir. Und da haben wir uns auch mal angeschrien, ich weiß nicht, ob sowas schon mal so eine Männerfreundschaft geht hat, dass man einfach sich mal anschreit. Und dann, wenn man nüchtern im Kopf ist wieder und sich beruhigt hat, sagt er, da war er scheiße und er war scheiße und kommt, trinken wir Bier und Tee und dann vergisst man das. Und dann ist die Freundschaft ist dann noch fester wie vorher. Da habe ich auf jeden Fall leider nicht verziehen. Und was ich schade finde, wie schon gesagt, ich hab ja jedes Mal mit dem Geld gekommen, gesagt, komm, lass uns mal über das Problem schwätzen. Hat sich dann halt anders entschieden. Er hat auch nicht mehr mitmachen wollen. Und was ich schade finde, er kann ja auch jederzeit mit mir gerne Kontakt wieder aufnehmen, wenn er will, wenn er nicht will, ist auch okay. Er kann jederzeit wieder mitmachen, wenn er will, ist okay, der hat mich frei, wenn er nicht will, kann ich verstehen, ist auch okay. Auf jeden Fall habe ich halt gedacht, weil die Väter sind von beide Seiten gegangen, Schule gebe ich halt auch, dass man sich immer gesehen hat, man hat sich am Wochenende getroffen, man war unter der Woche zusammen und hat das schaffen müssen und dass der Ruhrrahmen dazwischen war, dann halt die extreme Schicht, dass man einfach einen klaren Kopf gehabt hat. Ja, von Nachtschicht auf Frühschicht und dann noch Spätschicht und du musst auch mal sechsmal und wenn man Samstag frei will, brauchst du Genehmigung und so weiter. Es war schon extrem harte Firma und dass halt der Körper nie richtig sich regenerieren kann, dass man deswegen auch aufbrausend war. Ja, damals ich wollte ich mit Menschen mit das Problem klären, was ich zu meiner Schande sagen muss. Da ist mir manches auch über die Hutschnur gegangen, dass sie dann das mal so rauspausant hatten, was ich halt nicht mehr so mache, weil ich menschlich auch weitergreift bin. Aber was zurückbleibt, sind halt auch die positive Erinnerung an Steffen Köberle und dass er quasi wirklich ein Grundstein war für den Kanal. Und ich denke mal, dass er die Ehre verdient hat. Er hat auch ein hartes Leben. Lebenswerk hinter sich, den er stark bestritten hat. Das möchte ich eigentlich vom Charakter und von der Seele in meinen Augen zu einem starken Menschen, zu einer starken Persönlichkeit. Ich denke mal, dass er vom Grundkern ein gutes Herz hat. Das. Und ein Talent, also wirklich Talent zu allem, was Bauarbeit angeht, was Fremdsprache angeht, was Kampfkunst angeht, Bodybuilding, das Fitness, Schachspiele, also endlos Talent. Also, der hat wirklich kann man schon sagen, ist der Perfekt, weil der hat echt vieles, viel, Debatte hat gut diskutieren können, oft und so. Und ich denke mal, dass er die Hall of Fame der Superstars verdient hat. Du bist jetzt dabei, willkommen in der Hall of Fame der Superstars. Und
ich will ja nicht undankbar sein, weil wir, gut, ich meine, ohne mich wäre das auch nicht zustande gekommen, aber er war auch ein wichtiger Steuer, dass das so ins Rollen gekommen ist und ich möchte mich herzlich bedanken. Er hat die Hall of Fame verdient, ja, und jetzt ist der Captain Köberle Macho Hibi in der Hall of Fame. Und ich muss sagen, wir waren da auch zusammen mal auf Wrestling-Veranstaltungen im Badischen und haben das auch geguckt. Wir sind wir als im Backstage rumgerannt, haben wir mitgeholfen, so einen Ring zu transportieren, einen Ring aufzubauen und so. Und haben die Wrestling-Show angeguckt, es war Deutsche Wrestling-Liga. Und wir sind auch zusammen nachgefahren, rückwärts gefahren, haben als Freunde gute Zeit gehabt. Ich erinnere mich gerne an die Zeit, wo wir auch dann auch zusammen Fitness gemacht haben oder im Garten Sport gemacht haben und also so quasi auch Kampfsporttechniker ich dem beigebracht haben, der hat einen Schach beigebracht. Wir sind zusammen oft essen gegangen, ich habe den eingeladen, der hat mich eingeladen. Wir sind zusammen gegrillt auf unserer Terrasse, Carbohydrate aufgehört. Hinterher in Hamburg gemacht, wurden eingeladen. Also war wirklich, wenn ich jetzt zurückdenke, erinnere ich mich lieber an die positive Seite. Und ich sage halt, wie schon gesagt, dass ich mir an die positive Seite, wenn ich auch Actionfilme angucke, sei es in YouTube oder sei es auf DVD oder Blu-ray, wo wir Exempelbild zusammen so gefeiert haben und der Captain Köberle. Also ich erinnere mich gerne an die schöne Zeit und ja. Es war auch echt jemand, dem du kannst nicht viele Menschen vertrauen, ab dem hast du Vertrauen gehabt. Du hast einen 100-Euro-Schein angelegt, jemand anders hätte genommen, er hätte ihn liegen gelassen. Ja. Wenn du ihn verloren hättest, wäre der hinterher gekommen und gesagt, du hast 100 Euro verloren. Er war wirklich vom Grundkern ein anständiger, solider Mensch, der loyal war und er auch Ethik kennt hat. Ja. So, also, ich denke mal, da hat die Hall of Fame verdient. Ich hoffe, er freut sich, er sieht es. Ja, und also ich habe ihn schon lange verziehen. Er hat schon gesagt, er hat Fehler gemacht, ich habe Fehler gemacht. Ich bin jetzt auch jetzt reifer. Damals war er so Mitte 30, jetzt bin ich 44. Also fast 10 Jahre ins Land gegangen. Und ich hoffe, da kann ich auch verzeihen. Und ja, also, ich weiß halt, heute nehme ich was ganz genau vorgefallen ist, an vieles kann ich noch erinnern. Aber Zeit rennt und wir haben ja auch einige Probleme in der Neuzeit. Wir haben den Corona, mit dem Krieg, der unnötig ist, in meinen Augen, Ukraine und Russland. Und man hat auch Angst, dass der Krieg zu uns kommt und ein dritter Weltkrieg braucht die Menschheit bestimmt nicht. Die ersten zwei Weltkriege waren schon unnötig. Und da sieht man halt, wenn man sowas vor Augen hat, wie unwichtig so die Streitigkeit war unter Freunden und ich hätte mir halt gewünscht, wir werden halt Freunde wieder zusammenkommen. Da waren wir krank, ich hatte einen Tee mitgebracht und so weiter, dann hat er da halt auch nicht trinken wollen. Ich war mal in China und habe dann auch einen Tee mitgebracht, den hat er dann auch nicht wollen. Es war dann von der europäischen Markt, die Firma ist bankrott gegangen und dann ist halt auch was draufgestanden, wo für die Adresse von Snowcomer gehört, Snowcomer hätte. Gegangen soll, aber weil die Fabrik bankrott gegangen ist, haben sie es dann fast verschenkt, den Tee in China. Und ja, wie schon gesagt, also ich finde es schade, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Wenn die Melder kannst, melde ich dich mal, der mich freier, wenn nicht, ist, wäre zwar ein bisschen traurig, wäre aber auch okay. Aber auf jeden Fall, ich sag dir, wie das ist, du bist ein Mensch mit einem guten Herz, du hast den Hall of Fame verdient. Ja? Und deine Leistungen, die du in der Vergangenheit braucht hast, das nicht vergessen. Die weißt du zu schätzen, die weißt du zu ehren, die weißt du zu respektieren, die weißt du zu würdigen und die weißt du echt, dass ich sage, das ist so ehrenhaft, was du damals geleistet hast. Das weißt du vielleicht viele Fabriken nicht zu schätzen, aber ich weiß es zu schätzen und deswegen bist du wirklich mit gutem Grund in der Hall of Fame. Ich hoffe, du freust dich. I wish you a nice day, my friend.